Moin, mein Name ist Erik Horster. Ich bin Professor an der Fachhochschule Westküste mit den Schwerpunkten Digitales Marketing und Tourismusmanagement. In diesem Video möchte ich Ihnen einmal vorstellen, was wichtig ist, um eine Google AdWords-Anzeige zu gestalten. Sie haben innerhalb einer Anzeige relativ wenig Komponenten, die Sie gestalten können. Dazu gehören zwei Anzeigentitel, eine Beschreibung und eine URL. Es muss Ihnen jetzt also gelingen, Aufmerksamkeit zu generieren und die Nutzer zum Klicken auf die Anzeige zu motivieren. Dazu eignet sich ein recht klassisches Modell der Werbewirkungsforschung, nämlich das AIDA-Modell. Das ist häufig auch umstritten gewesen, ob denn tatsächlich die Werbewirkung über dieses Modell messbar ist und nachweisbar ist. Nichtsdestotrotz ist es eben eines, was eine Entscheidungshilfe ist oder eine Möglichkeit der Strukturierung Ihnen bietet. AIDA steht eben, dort steht jeder Buchstabe für eine bestimmte Komponente, die innerhalb einer Anzeige vorhanden sein müsste, also jetzt bezogen auf Google AdWords. Zum einen das A haben Sie als Attention, das heißt, Sie müssen erst einmal Aufmerksamkeit generieren. Das machen Sie in Google AdWords am besten dadurch, dass eben die Keywords, die eingegeben werden, sich auch in Ihrer Anzeige wiederfinden. Dann muss die kleine Beschreibung, die Sie unten haben, eben Interest, also das I von AIDA, Interesse generieren, sodass die Nutzer Interesse daran haben, sich weiter mit ihrem Produkt auseinanderzusetzen. Das D steht für Desire, also den Wunsch, auch dieses Produkt haben zu wollen. Die Frage ist, ob man das im Rahmen von einer AdWords-Anzeige tatsächlich schon hinbekommt, in der Regel nicht, aber der Wunsch, da drauf zu klicken, das könnte ja auch ein Ziel sein. Und das Letzte ist eben Action, also Sie brauchen immer eine Motivation für den Kunden, was soll ich jetzt tun, um dieses Produkt zu bekommen oder in diesem Fall erstmal, um mich weiterführend mit dem Produkt auseinanderzusetzen. Und wenn Sie diese vier Elemente eben berücksichtigen bei der Gestaltung Ihrer Anzeige, dann sind schon mal viele Komponenten, die eine Entscheidung, das ist ja in diesem Fall nur eine Mikroentscheidung, nämlich zu dem Klick, da sind viele Komponenten einer Entscheidungsfindung damit schon abgedeckt. Deswegen möchte ich Sie ermutigen, eben diese Formel, dieses Modell immer im Hinterkopf zu behalten, wenn Sie eine Google AdWords-Anzeige gestalten.